Gold wert schlägt Geld wert. Das ist unser ganz besonderes Thema in unserem Monatsspecial Gesunde Finanzen. Wenn du mich kennst und schon ein Stück weit verfolgst, weißt du, das Thema Gesundheit liegt mir sehr am Herzen. Doch Gesundheit ist eben nicht nur Körper, Seele, Geist, sondern sind auch ganz viele Komponenten, die andere Lebensbereiche dann auch erreichen. Und dass das Geldthema und die Finanzen auch dazu gehören, das ist mein Wunschthema für diesen Monat. Und ich begrüße heute an meiner Seite den Spezialist für Edelmetalle und Finanzcoach Oliver Hagen. Hallo, lieber Holger. Hallo, Melanie, grüß dich. Oliver. Schön, dass du da bist heute und dir die Zeit genommen hast, uns mit diesem so wichtigen Thema zu begleiten, was nicht nur in die aktuelle Zeit passt, sondern sowieso grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema ist, was noch viel, viel zu selten auch Beachtung findet, obwohl wir tagtäglich immer wieder mit Geld zu tun haben. Und auch viele Menschen immer noch mit Geld ihre Probleme haben, ihre Herausforderungen haben. Und aus deiner Arbeit weiß ich, dass du sagst, Geld vor Inflation zu schützen, ist dir wichtig, beziehungsweise vor Enteignung auch zu schützen. Das sind so die Dinge, die dich umtreiben im herkömmlichen Leben. Und wir haben in der letzten Woche, in der ersten Sendung dieser Serie in der gesunden Finanzen schon einmal das Thema, was ist Geld eigentlich? Wo kommt Geld her? Wie ist die Geschichte des Geldes? Und wie hat sich das so entwickelt zu dem, was es heute ist? Da haben wir in der letzten Woche schon einmal drüber gesprochen und da spielt das ja auch ein Stück weit mit rein. Kannst du uns vielleicht zu Beginn ein Stück weit mitnehmen, was bedeutet Geld denn eigentlich für dich? Ja, also Geld ist natürlich eine Sache, die man nicht mehr wegdenken kann aus dem ganzen Leben, aus der ganzen Welt. Letztendlich Geld gibt es ja seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in verschiedenen Formen und Geld ist etwas, was uns ja tagtäglich begleitet. Jetzt habe ich festgestellt, dass viele Menschen unterschiedlich mit diesen Themen umgehen. Das heißt, die einen sagen, Geld finde ich gut. Andere sagen, Geld ist die Wurzel allen Übels. Andere sagen, ohne Geld wäre die Welt viel besser. Und mit dieser Thematik beschäftigen wir uns, oder ich mich speziell natürlich auch, warum zum Beispiel die einen Menschen vielleicht etwas mehr Geld haben, die anderen etwas weniger oder warum manche tatsächlich auch schlaflose Nächte haben wegen des Geldes und andere gehen eben ganz fröhlich durchs Leben. Und deswegen finde ich dieses Thema Geld an sich schon äußerst spannend. Und man kann viel natürlich selber tun, um einfach ein ganz anderes Verhältnis zu Geld zu bekommen. Also ein Satz, der mich vielleicht immer wieder begleitet: Geld darf also nie der Herr in deinem Leben sein, sondern es muss immer ein Werkzeug bleiben, um deine Ziele, Träume, Wünsche oder das tagtägliche Leben zu bestreiten. Und wenn man nach diesem Motto geht, dann kann man damit sehr gut umgehen. Da sagst du etwas sehr Wahres, dass also die Wahrnehmung von Geld ja auch immer unterschiedlich sein kann, je nachdem, wie die Menschen auch geprägt sind, aus der Familie, aus dem Umfeld und so weiter heraus, ist es ja immer auch eine andere Wahrnehmung. Nun habe ich eingangs gesagt, dass du dir als Aufgabe gesetzt hast, auch Geld vor Inflation oder auch Enteignung zu schützen. Vielleicht kannst du da auch ein Stück weit mitnehmen. Was bedeutet das denn eigentlich? Also, dass wir Inflation haben über viele Jahre hinweg. Ich glaube, das ist fast allen bekannt. Und das Thema Enteignung, das klingt schon, dass man sehr wachsam sein darf. Ja, was bedeutet das im Einzelnen für uns Menschen, die täglich damit umgehen? Und das hast du sehr gut gesagt. Also Geld vielleicht noch ist ja etwas, was uns eben tagtäglich begleitet. Viele sagen auch, Geld ist für mich nicht wichtig. Wobei dann stellt sich die Frage, warum man 160 bis 200 Stunden im Monat arbeiten geht, um Geld zu verdienen, wenn es denn nicht so wichtig wäre. Weil letztendlich investiert man ja Arbeitszeit oder Lebenszeit, um dann dieses Geld zu verdienen. Und das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn man es irgendwie unbeaufsichtigt lässt. Wenn man einfach sagt, ich verdiene halt Geld, ich lasse es auf dem Konto und mache mir da nicht viel Gedanken. Weil dann vergleiche ich das, ist das irgendwie so ein Garten mit Unkraut. Wenn ich mich da nicht drum kümmere, dann schaut der auch nicht so aus, wie ich mir das irgendwann mal vorstelle.
sondern dann wuchert das alles zu, das Unkraut wuchert und ich komme da vielleicht nicht mehr dann so dazu, das vielleicht so zu gestalten, wie ich das möchte. Und bei dem Geld ist es natürlich ähnlich, auch jetzt gerade durch Euro-Krise, Corona-Krise oder wie die Krisen, die wir hatten oder noch bekommen werden, alle heißen. Durch dieses ganze Gelddrucken auf der Welt, ob das die Amerikaner sind oder die europäischen Banken oder Zentralbanken, sorgt natürlich das dafür, dass der Kaufkraft oder die Kaufkraft des Euros immer weiterhin verliert. Also ich muss immer mehr Geld bezahlen, um am selben Leben teilzunehmen, was vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren noch viel einfacher war. Und das ist die Inflation letztendlich. Und da muss ich auch immer schmunzeln, wenn natürlich in der Presse oder in den Medien gesprochen wird, wir haben eigentlich gar keine Inflation, wir haben vielleicht so 1-2%, dann stelle ich mir immer die Frage, also wenn ich aktiv am Leben teilnehme, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Nebenkosten und Energiekosten zahlen muss oder wenn ich, ja klassisches Beispiel beim Einkauf eben, ich immer mehr bezahlen muss, um mir mein tägliches Leben leisten zu können, dann ist es schon eine Inflation für mich. Und die Inflation, von der ich letztendlich spreche oder von derjenigen Inflation, die eigentlich jeden angeht, das ist die wahre Inflation. Also die statistische aus diesem Warenkorb, die hört sich gut an mit 1-2% Inflation, aber die wahre Inflation, also das, was ich immer wieder aufwenden muss, die spüren wir und die liegt aus meiner Sicht bei 5-10% pro Jahr, steigen hier die Preise und so viel kann man gar nicht verdienen in der Zeit oder so viel kann man gar nicht Geld anlegen mit den heutigen Modellen, der klassischen Modelle und somit wird mein Geld immer weniger an Kaufkraft wert. Es steht vielleicht auch im Konto noch eine gewisse Zahl, aber das, was ich dafür bekomme, wird auf Dauer letztendlich immer schwieriger zu bezahlen. Das ist sicherlich auch etwas, was uns an der Finanzbranche vielleicht insgesamt auch nicht so gefällt. Es gibt ja das, was nach außen getragen wird, das, was wir hören, das, was wir glauben sollen vielleicht auch, ist das eine, was wir aber am eigenen Leib erfahren, kann dann manchmal sehr konträr dazu verlaufen. Und das sagst du ja auch, es gibt gewisse Dinge, die dir als Finanzcoach in der Finanzbranche einfach auch nicht gefallen. Ja, was gehört zum Beispiel noch dazu? Also was mir wirklich missfällt, muss ich sagen, ist, dass dieses Thema totgeschwiegen wird, dass die Bevölkerung nicht informiert wird, dass das Geld auf dem Konto oder in den Anlageformen jedes Jahr an Wert verliert. Denn letztendlich eines der großen Ziele der Menschheit ist natürlich zu sagen, ich möchte irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe, dann all das nachholen, wofür ich ein Leben lang verzichten musste. Und das Problem ist im Rentenalter, dass ich natürlich 160 Stunden mehr Zeit habe, Geld auszugeben, dass die Rentensituation so ist, dass ich immer weniger bekomme, aktuell ungefähr 40% vom letzten Netto, dann geht noch die Steuer weg, dann geht noch die Krankenversicherung weg, den Rest holt sich die Inflation, also da zu leben wird sehr schwierig und das muss kommuniziert werden, da muss auch aus meiner Sicht Lösungen müssen hier gefunden werden, damit der Bürger für sein normales Ein- und Auskommen auch was auf die Seite legen kann, damit er diese Altersarmut eben nicht hat. Und das ist ein finales Thema, was aus meiner Sicht auch durch die Politik letztendlich intensiviert werden muss. Und da müssen Lösungen her. Ne? An diese Lösung wollen wir uns gleich auch herantasten, denn wir wollen natürlich auch nicht nur die negativen Seiten aufzeigen, sondern auch Lösungen anbieten. Und trotzdem ist es aber wichtig, auch mal hinzuschauen, was wir denn oder an welchen Stellen wir etwas verändern dürfen. Denn du sagst zum Beispiel auch, es gibt eigentlich keine sicheren Kapitalanlagen mehr auf dem Markt. Und letzten Endes, die meisten Menschen, die ich so kenne, die legen ihr Geld immer noch zum Beispiel in Lebensversicherungen an oder in Tagesgeld oder in festverzinsliche Anlageformen, welcher Art auch immer. Was ist aus deiner Sicht da die Krux des Ganzen? Warum sind das alles keine sicheren Geldanlagen mehr? Ich sage mal so, ich glaube nicht, dass das absichtlich gesteuert wird, dass jetzt Lebensversicherungen und Banken und Kapitalanlagen immer schlechter verzinsen und damit man es nicht schafft, irgendwo Kapital aufzubauen durch Zinseszinseffekte und sowas, sondern das ist natürlich durch die Euro-Krise und jetzt auch durch die expansive Geldpolitik geschuldet, dass immer mehr Geld in den Markt kommt und damit natürlich weiterhin auch die Nullzinspolitik bleiben muss. Sonst hätte man wieder das Problem, wenn die Zinsen anheben, was für die Sparer natürlich gut wäre, damit sie was bekommen auf ihr Erspartes.
oder in den Anlageformen, aber wiederum schlecht ist für die Firmen, die vielleicht irgendwelche Kredite bezahlen müssen. Die würden dann diesen Kapitaldienst nicht bringen können und deswegen bleibt es bei der Nullzinspolitik. Und ja, die Problematik ist letztendlich, die Glaubenssätze von vor 100 Jahren oder so, die stimmen auch heute noch. Also früher hatte man ja immer gesagt, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ein Satz, den man eigentlich heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr verwendet. Aber das heißt letztendlich, dass wenn ich mir eigentlich gar keine großartigen Gedanken mache, sondern wenn ich einfach nur Geld gegen eine Ware tausche, Kartoffeln oder früher hatte man Grundstücke oder irgendwelche Sachen, dann weiß ich schon mal, dass ich mit einer Sache, mit einem Sachwert der Inflation entgehen kann. Mhm. Und dann sind wir letztendlich wieder beim Tauschhandel. Auch das gibt es ja seit Jahrtausenden. Natürlich, jetzt nennt man das vielleicht dann auf irgendwelchen Online-Plattformen, tauscht man ja vielleicht auch Geld gegen eine Ware. Aber da kommen wir natürlich hin, weil eine Ware kann durch eine Inflation nicht weniger werden. Die Frage ist nur, welchen Wert hat diese Ware oder dieser Sachwert? Mhm. Und deswegen ist die Richtung natürlich mehr in die Sachwertschiene, als dass man sich nach wie vor auf diese antiquierten Anlageformen, würde ich mal sagen, die es seit über Jahrhunderten gibt, verlässt und sagt, naja, irgendwann wird es ja bei der Bank mal wieder mehr Geld geben oder mehr Zinsen oder bei den Versicherungen. Und da sehe ich leider in den nächsten Jahren schwarz, da wird es nicht mehr geben. Okay, nun haben wir uns ja heute zusammengefunden, um nicht zu sagen, wie kann ich denn zum Beispiel mehr Geld verdienen in der Arbeit, die ich tue, sondern den Geldwert, den ich habe, wie kann ich diesen sichern? Oder besser gesagt, auch letzten Endes vermehren. Was sind denn aus deiner Sicht da tatsächlich Lösungsansätze, wie ich gut für mich auch vorsorgen kann, auch in kleinen Schritten schon, wenn ich vielleicht ganz am Anfang stehe oder aber mich die Situation, so wie sie im Allgemeinen ist, bislang nicht wirklich weitergebracht hat? Ja, also man sollte auch einfach jetzt sich der Situation anpassen. Ich nehme mal das Beispiel Corona. Keiner von uns hat irgendwie gedacht, dass sowas jetzt vor über 1,5 Jahren plötzlich auf uns zukommt. Man spricht in der Finanzwelt von einem schwarzen Schwan. Man hat also schon Immobilienblasen gehabt und Aktienkrisen und alles Mögliche. Aber dass von so einer Richtung sowas kommt und die ganze Weltwirtschaft lahmlegt, ich glaube, das konnte keiner genau vorhersehen. Und auch das ist der Appell an uns, dass wir jetzt auch vielleicht viele, die im Homeoffice sind oder die jetzt tatsächlich vielleicht auch leider arbeitslos sind, sich die Zeit nehmen und jetzt mal Gedanken machen, was mache ich denn eigentlich mit meinem Geld? Weil die Anlageformen, die ich vielleicht vor 5 oder vor 10 oder vor 20 Jahren mal abgeschlossen habe und zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch gut waren, die sind unter den heutigen Gesichtspunkten und unter den Dingen, die EU ständig an neuen Gesetzen erlässt, nicht mehr zeitgemäß. Das muss man ganz klar sagen. Und wir haben natürlich, um Kapital aufzubauen, insbesondere für Träume, Wünsche, Ziele oder für die Rente oder für die Ausbildung der Kinder, da haben wir ja nicht viele Generationen Zeit, sondern wir haben ja nur einen Schuss Zeit, wo ich sage, also ich werde immer älter und irgendwann ist dieser Zeitpunkt gekommen. Also muss ich mich zwangsläufig damit beschäftigen, wenn ich möchte, dass es mehr wird oder dass es zumindest den Wert erhält. Mhm. Und du hast es gerade richtig gesagt, dass es also Dinge gibt und die gibt es schon seit Jahrtausenden, insbesondere Edelmetalle. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein Fan davon. Also sogenannte mobile Sachwerte. Etwas, was natürlich auch Schwankungen unterliegt. Keine Frage, das geht mal nach oben, das geht mal nach unten. Aber wenn die Schwankung das einzige Risiko ist, was ich habe, dann kann ich ganz locker damit leben. Weil ich weiß, dass in der Vergangenheit oder auch jetzt aktuell viele Banken auch vor dem Ausstehen, viele Versicherungsgesellschaften vor dem Ausstehen, Bausparkunden werden gekündigt, weil die hohen Verzinsungen nicht mehr gezahlt werden können. Beteiligungsgesellschaften gehen über den Jordan. Und da muss man umdenken. Und dann kann man einfach Vermögen, was man vielleicht bisher aufgebaut hat, in einen sichereren Hafen bringen, in mobile Sachwerte wie Edelmetalle. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, die Preise von Edelmetallen werden auf der ganzen Welt auch festgelegt. Es ist also nicht so, dass ich in jedem Land der Welt unterschiedliche Preise habe, sondern ich habe immer wieder letztendlich eine gemeinsame Börse, auf die letztendlich zugegriffen wird und die Preise daran festgelegt werden. Und es gibt für mich als Klient oder als Anleger die Sicherheit, dass ich sage, unabhängig von Deutschland oder Europa oder Amerika, weiß ich, mit Edelmetallen habe ich etwas, was einen Wert hat, Wertbeständigkeit und auf der ganzen Welt bekannt ist und auch benötigt wird. Mhm. Nun haben wir ja den Titel so gewählt, dass er heißt, Goldwert schlägt Geldwert.
Nun ist der Begriff Gold sicherlich nur ein einzelner Begriff, synonym für Edelmetalle, so wie du es gerade auch gesagt hast. Und vielleicht ist es hier auch nochmal hilfreich, da auch nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also kann ich mir jetzt oder sollte ich mir als Anleger Gold zulegen, also sprich in Form von Münzen oder auch von Goldbarren, wenn ich denn die Möglichkeiten dafür habe? Oder welche Möglichkeiten habe ich noch, wenn es um das Thema Gold geht oder auch eben um andere Edelmetalle? Ja. Und dann die Frage anschließend, welche Edelmetalle gibt es denn da eigentlich noch? Ja, sehr gut. Also es ist natürlich in der Zeit kommen jetzt viele auch aufs Tablett, die tolle Ideen haben, also ob das die Kryptowährung ist und andere Geschichten. Und die möchte ich auch gar nicht schlecht reden, die haben alle ihre Existenzberechtigung. Und man sollte aber anhand seines Geldbeutels entscheiden. Das heißt, wenn ich eine gewisse Summe X habe und es mir leisten kann, breit zu streuen oder wie man so sagt, diversifizieren, dann sollte man vielleicht auf verschiedene Anlageklassen gehen. Und wenn man eben weniger Geld hat, dann muss ich eben auf die sicheren Sachen gehen, wo ich sage, ich kann es mir nicht leisten, dass das Geld morgen weg ist. Und bei Gold und Silber insbesondere jetzt oder auch Platin und Palladium wissen wir, dass die seit über Jahrhunderten jetzt bei Palladium oder bei Silber, Platin, Palladium seit über Tausenden von Jahren Gold, dass die also in Konjunkturzeiten und in Krisenzeiten immer wieder alles gut überstanden haben und auch den Wert sichern. Und ich sprach vorhin von einer gefühlten Inflation, von einer wahren Inflation von 5 bis 10% pro Jahr. Das würde also auf Deutsch bedeuten, wenn einer eine gewisse Summe X auf der Bank hat und würde die da liegen lassen bei 0% Verzinsung, dann wäre also in den nächsten 10 Jahren 50 bis 100% der Einlage wertlos. Also muss ich umdenken. Ich bin gezwungen. Und bei Edelmetallen haben wir kurioserweise immer die Wertsteigerung der letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre oder auch länger so hoch wie die wahre Inflation ist. Also kann ich mit Edelmetallen trotz der Schwankungen, wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen möchte, ich möchte es für 2 Monate anlegen, sondern einen gewissen Horizont sollte man schon mitbringen. Aber dann kann ich also die Inflation ausgleichen. Und deine Frage, die du gerade hattest, ich kann also natürlich in Barren oder Münzenform einsteigen. Und da sei gemerkt, dass also je kleiner die Investitionssumme, desto teurer normalerweise der Preis, der sogenannte Kleinstmengenaufschlag. Und je mehr Geld ich habe, desto günstiger ist es. Und daher kommt ja auch wieder der Spruch, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Also jemand, der schon viel hat, dem wird noch mehr gegeben. Also der bekommt dann auch die günstigsten Konditionen und der vielleicht klein ansteigt, der zahlt hohe Aufschläge. Aber es gibt eben Modelle, wo man mit wenig Geld die Großhandelskonditionen bekommt und kann dann eben auch sagen, damit kann ich Stück für Stück jeden Monat physisch, und das ist wichtig, also etwas, was ich anfassen kann. Ich spreche nicht von ETF oder ETCs, also von Zertifikaten, sondern wirklich von physischen eingelagerten Werten. Damit kann ich mir dann ein schönes Vermögen für die Zukunft aufbauen. Okay, also du hast jetzt 2 Dinge gesagt, auf die ich gerne noch ein Stück weit näher eingehen möchte, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle von unseren Zuhörern und Zuschauern sich mit der Thematik bereits beschäftigt haben. Du sprachst einmal von ETF, also sprich Zertifikate. Da vielleicht nochmal bitte drauf eingehen, was heißt das genau? Was sind das für Zertifikate, die ich da haben kann? Und wenn ich physisches Edelmetall habe, in welcher Variante auch immer, und es mir sozusagen stückweise zulegen kann, wo sollte ich es dann am besten lagern? Denn wahrscheinlich hat nicht jeder die Möglichkeit, das erstens unter sein Kopfkissen zu legen. Das wäre, glaube ich, die ungünstige Variante. Oder eben auch kein Tresor zu Hause. Wie kann ich das für mich gestalten? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich heute zur Bank gehe, ich nehme jetzt mal das Beispiel Bank, dann oder auch wenn ich einen Online-Broker habe, also sprich, es gibt ja viele Apps mittlerweile, wo man also auch dann handeln kann und traden kann. Und da werden einem natürlich auch solche ETFs, also solche Zertifikate auf Papiergold oder Papiersilber angeboten. Einfaches Beispiel, wenn ich heute zu einer Bank gehe, heute aktuell, dann würde ich zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht das Silber bekommen in physischer Form, was ich möchte, weil die Bank sagt, wir haben Lieferschwierigkeiten, es ist ausverkauft, wir haben es gar nicht. Wenn ich aber über die Bank ein ETF kaufe, also ein Zertifikat,
dann bekomme ich komischerweise dieses Silber oder dieses Gold, aber dann eben nur in Papierform. Der Hintergrund ist, dass mir also erklärt wird, dass ich einen Herausgabeanspruch habe. Das heißt also, theoretisch könnte ich mein Zertifikat auch gegen physische Werte tauschen, aber eben nur theoretisch, weil in der Praxis ist es ja so, dass es gar nicht vorhanden ist, wie ich in dem Beispiel gerade sagte, wenn ich sagen möchte, ich brauche Silber. Und da zeigt es eigentlich ganz deutlich, solange die Welt in Ordnung ist und solange es auch zu keiner Blase, wie auch immer, kommt oder zu irgendeinem Crash oder Finanzkollaps oder zu einer Währungsreform oder zu einer hohen oder galoppierenden oder Hyperinflation, da ist die Welt in Ordnung. Aber wehe dem, wenn die Inflation weiter steigt und dann wirklich nur noch die wahren Werte Bestand haben, dann kann es sein, dass also diese ETFs, diese Zertifikate, weil die natürlich viel Versprechungen ausgegeben haben, aber in physischer Form das gar nicht vorhanden ist, dass die über Nacht wertlos sein können. Und dann sind diejenigen, die also physische Werte haben, ob das jetzt eine Goldkette ist, ob das ein Ring ist oder eine Unze Silber oder eine Münze oder wie auch immer, das sind dann die Gewinner. Und da gab es ja in der Vergangenheit schon auch Beispiele, wo man also dann wirklich für wenig Gold ein ganzes Haus kaufen konnte zum Beispiel. Das sind dann diese Phasen, wo man erkennt, dass physische Werte, das ist das Nonplusultra, gerade in so einer Phase. Okay. Und wenn ich diese physischen Werte habe, du hast es gerade so schön gesagt, in Form von einer Kette, einem Ring, das fällt mir als Frau besonders leicht, dieses in dieser Form zu haben. Aber wenn es jetzt darum geht, Münzen zu haben oder Goldbarren, welcher Art auch immer, wo lagere ich die am besten? Sollte ich die zu Hause lagern oder gibt es da andere Orte, in denen sie besser aufgehoben sind, auf die ich dann aber trotzdem jederzeit zugreifen kann? Also ich sage mal so Klimpergeld, so ein bisschen Spielgeld oder für zu Hause kann man durchaus einige Münzen auch haben. Wenn mal was wäre, kann man damit eben dann auch als Tauschmittel oder als einkaufen gehen, so wie es ja auch schon mal war. Aber wenn es darum geht, eben jetzt professionellen Kapitalaufbau zu betreiben, sodass man sagt, ich möchte also monatlich eine Summe X ansparen und das möchte ich jetzt nicht bei einer Versicherung, Bank oder Bausparkasse tun mit 0% Verzinsung, sondern ich möchte mir jetzt physische Edelmetalle anschaffen, dann sollte man das natürlich nicht zu Hause machen. Das hat verschiedene Gründe. Einmal kann es sein, dass die Hausratversicherung das gar nicht abdeckt. Auf der anderen Seite wirklich vielleicht Begehrlichkeiten bei der Nachbarschaft, wenn die mit dem Metalldetektor durchs Haus laufen. Oder ein Diebstahl oder der beste Freund, der erfährt davon und bricht dann ein. Also wenn man Kapitalaufbau betreiben möchte, dann sollte man das am besten außerhalb der eigenen vier Wände tun. Vielleicht sogar auch außerhalb von Deutschland, außerhalb der Eurozone und außerhalb des Bankensystems. Dann ist man auf der ganz sicheren Seite, um wirklich zu vermeiden, dass bei einer nächsten Schließung, Lockdown, wie auch immer, dass ich dann nicht mehr an mein Schließfach komme oder dass bei einer Bankpleite mein Schließfach erstmal gesperrt ist und so weiter. Das kann ich dann legal letztendlich meistern, indem ich eben diese Punkte außerhalb der Eurozone, außerhalb des Bankensystems und außerhalb der Währung diese Werte dann lagere. Und dann auch wieder darauf zurückgreifen kann, wenn ich es dann tatsächlich brauche. Jederzeit. Und du hast auch jetzt schon mehrfach im Verlauf des Gesprächs erwähnt, dass es ja auch Sinn macht, es in kleinen Schritten aufzubauen. Ne? Nicht jeder hat die Summe Kapital zur Verfügung, zu sagen, ich investiere jetzt so und so viel Tausende von Euro oder sogar, je nachdem, wie viel Nullen man da dranhängen möchte, ja. In Sachwerte, in dem Fall in Edelmetalle, sondern ich bin vielleicht ein kleiner Anleger und möchte beginnen, damit mir etwas aufzubauen. Und vielleicht kannst du hier so zum Ausklang auch unseren Gästen noch ein paar Tipps mitgeben, wie sie denn überhaupt starten können, wenn sie jetzt wirklich als kleiner Anleger so erste Schritte gehen möchten. Ja, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Auch das ist ein Sprichwort aus der Vergangenheit, wird auch gar nicht mehr kommuniziert. Wichtig ist, und das ist der größte Fehler, der mir auffällt bei vielen Menschen, die Aufschieberitis. Zu sagen, das mache ich morgen, das mache ich nächsten Monat oder die Ausreden, ich kann jetzt noch nicht, ich muss jetzt erst noch das und das. Es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben. Es wird auch nie den richtigen Edelmetallpreiszeitpunkt geben, ob das jetzt der günstigste Zeitpunkt oder der höchste ist. Ich muss einfach mal beginnen und da gehört natürlich Disziplin dazu. Und deswegen kann man über zum Beispiel einen Dauerauftrag sagen,
Man legt monatlich eine Summe X auf die Seite und es geht bereits ab 50 Euro los zum Beispiel, wo man also für 50 Euro Gold, Silber, Platin, Palladium in physischer Form erwerben kann, außerhalb der Eurozone, außerhalb des Bankensystems und zu Großhandelskonditionen. Also da fallen dann auch alle Ausreden weg, wo man sagt, ich habe ja nur so und so viel, deswegen lohnt es sich nicht. Und deswegen gibt es also tatsächlich interessante Strategien und Modelle, wo man mit wenig Geld über einen Zeitraum, den man selbst festlegt. Es gibt auch keine Bindung in der Form, sondern ich kann jederzeit entscheiden, ich steige ein oder ich zahle mal mehr oder weniger oder ich lasse mir alles auszahlen. Damit kann ich dann also, um das Geldsystem nochmal, was du vorhin sagtest, dieses Geldsystem, also Gold, wie hast du vorhin so schön ausgedrückt? Goldwert schlägt Geldwert. Geldwert, genau. So kann ich also dann diesen Geldwert umgehen und kann also mit dieser Parallelwährung Edelmetall Vermögen aufbauen, egal wie viel und egal über welchen Zeitraum, um mir dann eben irgendwann mal, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, darüber zu verfügen und es dann in die Währung zu tauschen, die dann gültig ist. Weil vielleicht ist es dann irgendwann irgendeine Kryptowährung oder es ist der Dollar oder die D-Mark oder was auch immer oder vielleicht bleibt der Euro. Und da kann ich dann die Edelmetalle in diese neue Währung tauschen. Das ist kein Problem. Denn, und das ist ja das, was auch tatsächlich dahinter liegt, diese Edelmetalle sind beständig, wie du es ja auch selber im Verlauf des Gesprächs schon gesagt hast. Und die sind immer da. Also diese Währung, die bleibt uns immer erhalten, egal welche andere Währung denn wir auch auf diesem Planeten finden, beziehungsweise genau, welche Umstände wir auch finden. Genau. Und das ist das Wichtige, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die wir heute unseren Gästen auch mitgeben können, zu schauen, wo habe ich denn für mich Möglichkeiten im Kleinen zu beginnen oder auch im Großen, je nachdem, wie ich selbst aufgestellt bin. Aber gerade wenn es darum geht zu beginnen, kann es ja auch Sinn machen zu sagen, okay, 50 Euro im Monat, die habe ich und selbst wenn ich sie mal nicht habe, ist es nicht schlimm. Genau. Das finde ich in dem Moment sehr, sehr wertvoll, dass man das auch mitgeben kann. Ja. Denn auch zu sagen, ich beginne einfach, ne? Ich ja. beginne jetzt. Und nicht erst, wenn vielleicht jemand für sich das Gefühl hat, genau, ein anderer Zeitpunkt wäre günstiger. Ja. Der günstige Zeitpunkt, und das ist in anderen genau. Lebensbereichen ja auch so, den finden wir nie. Genau. Und ein Satz vielleicht noch nur, dass man, weil die Frage geht vielleicht auch bei vielen noch durch den Kopf, wer sagt mir denn, dass es in den nächsten Jahren auch dann noch diese Beständigkeit hat? Mhm. Das Geldwertsystem wird ja deswegen immer mehr verwässert und verliert an Kaufkraft, weil immer mehr gedruckt wird, unendlich viel Geld gedruckt wird. Mhm. Und das Goldwertsystem oder Edelmetallsystem, wie du es vorhin genannt hast, das ist begrenzt. Das bedeutet, die Weltbevölkerung wächst, Edelmetalle sind begrenzt, dadurch werden sie immer kostbarer und rarer. Und alles, was kostbar und rarer ist, also eine Verknappung, wenn die Nachfrage weiterhin steigt und das Angebot immer knapper ist, sorgt dafür, dass die Preise stabil bleiben oder weiterhin steigen werden. Mhm. Auch nochmal ein wertvoller Tipp jetzt zum Abschluss unserer Serie oder der Folge der Serie Gesunde Finanzen. Es ist immer wichtig, sich mit Geld zu beschäftigen, auch wenn wir vielleicht der ein oder andere noch negative Glaubenssätze zum Thema Geld haben. Doch letzten Endes ist es so, dass Geld uns täglich begleitet in allen Lebenssituationen und wir uns damit beschäftigen dürfen, damit es auch beständig bei uns bleibt. Genau. Oliver, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns ein Stück weit mit in deine Welt genommen hast. Ja. Und wenn ich noch zum Abschluss, wenn du noch einen Tipp hast, eine Aussage, die dir noch auf der Seele brennt, dann lass es mich jetzt gerne wissen oder lass es uns gerne wissen, damit wir diese Runde auch so wertvoll abschließen können, wie sie dem Thema Geld, Finanzen und auch dir gebührt. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, aber was dir noch unbedingt auf der Seele brennt, was du gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als wirklich ein Leben lang zu arbeiten. Wir bieten ja auch viele Coaches und Seminare und Workshops zu diesem Thema an und da lade ich einfach ein, beschäftigt euch mit diesem Thema. Geld ist nichts Böses und Geld wird es immer geben. Es ist nur ein Tauschmittel. Und wenn Sie 1 Euro mehr haben, wie Sie zum Leben brauchen, dann sind Sie ja ganz weit vorne. Und darum geht es auch in den Seminaren. Wie kann ich das schaffen, dass ich im Prinzip diese finanziellen Sorgen los bin oder dass ich sie in den Griff bekomme?
Und dazu lade ich herzlich ein, zu vielen, vielen Seminaren und Workshops, die wir anbieten, teilzunehmen. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, wenn Menschen sich wirklich erst auf den Weg machen, sich mit dieser Thematik etwas näher zu beschäftigen. Ja. Und ich weiß, dass du da hochqualifiziert bist, auch überhaupt mit deinen Kollegen, ihr da ein breites Portfolio habt, das Thema Geld und Sachwerte zu durchleuchten. Und nicht umsonst habe ich dich heute als mein Gast an meiner Seite auch gewählt. Herzlichen Dank. Gesunde Finanzen ist so wichtig. Und schau dir an, was dein Geld wert, einmal als Mindset-Thema, aber auch wirklich in deiner Geldwährung, in deinem Geldumfeld auch hat. Und wenn du für dich das Gefühl hast, dass da ein neuer Schritt nötig sein kann und du etwas mehr darüber wissen möchtest, was Geld eigentlich ist, was Geld mit dir macht und wie du dich gesund auch in Sachen Finanzen neben anderen Gesundheitsbereichen aufstellen kannst, dann sind wir sehr gern auch die Spezialisten an deiner Seite, insbesondere heute mein Gast Oliver Hagen. Vielen Dank, lieber Oliver, dass du heute hier warst. Und vielen Dank, liebe Gäste, liebe Zuschauer und Zuhörer, für euer Dasein. Und ich lade euch ein, auch das nächste Mal wieder mit dabei zu sein, hier im Healthy Friday Talk, in diesem Monat das Special-Thema gesunde Finanzen. Und wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche wieder, wenn es hier wieder heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thurmann. Tschüss zusammen und tschüss, lieber Oliver. Vielen Dank, Melanie. Dankeschön.